Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Outlast. Ich weiß, ich habe mich jetzt die letzten 4 Wochen nicht mehr gemeldet oder ich weiß nicht, wie viele es sonst waren. Allerdings, es geht jetzt weiter, habe ich beschlossen. Und ich habe gerade eben gesehen, wo ich hier wieder hingelaufen bin und da ist mal wieder ein Spinnennetz. Das hier mal wieder vorhin in der letzten Folge, also vor 4 Wochen. Ich habe das ewig nicht mehr gespielt, ich weiß auch die Steuerung nicht mehr ganz. Aber naja, ich will auf jeden Fall nicht mehr so viel vorlesen, weil wir müssen jetzt schließlich ein bisschen Zeit sparen. Und ich kann jetzt endlich auch 20 Minuten Part machen. Und ich habe keinen Plan, was jetzt hier alles so läuft. Und ich würde mal sagen, es geht sofort weiter. Besten wir einfach mal die Kamera in die Hand, oder? Tun wir es nicht? Ich finde, so sieht man mehr, oder? Und da wir das eh selbst aufzeichnen, ach egal. Ich springe jetzt auf mal hier runter. Hoch kommen wir eh nicht mehr. Und ja, also hier ist ein merkwürdiger Kronleuchter. Hallo. Okay. Ja, hier gibt es wahrscheinlich nichts. Das ist ein merkwürdiger Aufzug, aber total egal. Wir laufen jetzt einfach mal weiter und gucken mal, was hier so alles kommt. Oh, wie schön. Oh. Ich habe noch nicht was mit dem Video ganz richtig angefangen. Ich bin noch nicht mal richtig im Flow. Und dann hängt da schon was runter. Ja, schön, dass du tot bist. Kein Kopf mehr dran. Okay, gut. Geil. Okay, da hängt einer. Auch ohne Kopf. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber müsste es eigentlich nicht sein. Sondern man müsste mich definitiv dominant hören. Aber naja. Okay. Bisschen. Cool, ich kann mit dem spielen. Oh, wie cool. Hey, na, wie geht's dir? Hey, George. Siehst ein bisschen kopflos aus. Du hast auch keinen Kopf mehr. Nee, egal. Ja. Warum habe ich die letzten 4 Wochen keine Videos gemacht? Ich weiß, das gehört eigentlich nicht hier rein, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe eine Facharbeit geschrieben und hatte keinen Kopf für Outlast oder jegliches anderes Zeug. Und ich habe das Gefühl, wir sollten ein bisschen beeilen, weil wir haben nicht mehr so viel Batterie. Hallo. Okay. Hi. Na? Müssen wir reden? Ich kann nicht gegen sie kämpfen. Sieht ein bisschen ausgespielt aus, ne? Okay. Okay, ich werde sie kriegen, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich. Ah, cool, hier liegt ein Torso. Hey, na, wie geht's dir? Du bist. Egal, ich sollte damit aufhören. Okay, ich glaube, hier geht's raus, oder? Ja. Ah! Da bewegt sich. Okay. Wo ist denn der Typ hin? Ist hier irgendwas? Keine Ahnung. Hier ist eine Toilette. Und da sind Batterien. Die taken wir. Ah, hier ist ein Arm in der Toilette drin. Okay, cool, jetzt braucht noch Spiegel. Sehr geil. Mal gucken, was hier noch so alles Schönes sonst ist. Ich habe ein bisschen Angst, mein lieben Freund, aber egal. Da ist meine Uhr, deswegen weiß ich da immer, wie viel Uhr es ist. Hallo? Okay. Ja, hi. Hier kann ich nichts machen. Okay. Hallo? Hello, Alter. Was mache ich jetzt? Warum hast du mich runtergeworfen? Du kleiner, beschissener Mongo. Oh, hab ich mich erschreckt. Scheiße. Ich glaube, irgendwas redet mit mir, oder? Oder bin ich einfach wieder bewusst? Bin ich bewusstlos? Nein, irgendwas redet mit uns. Ach, hi, ein Mensch. Ich bin deine Mutter. Oder? Eventuell. Wer bist du? Ich bin ich. Ich bin du. Habe ich Untertitel ausgemacht? Ich glaube, ich habe die Untertitel ausgemacht. Warte mal. Habe ich die Untertitel ausgemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Grafik, Steuerung, Untertitel anzeigen, ja. Übernehmen. Zurück zum Spiel. Ah, ich verstehe, oh gnädiger Gott. Ach, ihr könnt es selber lesen, oder? Auf jeden Fall der Typ, der will uns, glaube ich, töten. Oder vielleicht hat er uns lieb, ich weiß nicht. Vielleicht wird er uns jetzt insgeheim vergewaltigen. Und so hart durchnehmen, dass wir nicht mehr aufstehen können. Aber wir können laufen. Wir haben noch unsere beiden Hände. 10 Pfoten? Ah, 10 Finger. 2 Pfoten, ein bisschen Blut. Ja, klar, okay. Okay, neues Ziel. Flieh aus der Nervenheilstelle. Benutze die Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Okay, wir haben eine neue Notiz. Ich bin drin, überall Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe ausgreifen wie Flaschen. In einer Bar, tote Mirkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke, von ihrem Namensschild steht. Bla 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 bla. Bla 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 bla, beschießt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Okay.
So, ich habe jetzt keinen Plan, wie das Wetter funktionieren soll. Er ist ein Schwein. Und ja, das ist wahrscheinlich aus meiner eigenen Sicht, wie ich das schreibe. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch weg bin, konnte ich nicht reinkommen. Okay, gut. Gut. Haben wir vielleicht noch irgendwelche neuen Dokumente? Ah, das kennen wir schon, das haben wir schon gelesen. Also glaube ich, ich habe keinen Plan mehr, was drin steht, aber wir haben es gelesen. Ich mache einfach die Kamera an, weil sonst haben wir ein Problem und können gar nichts mehr machen. Oh, cool, da hinten blinkt was. Oh, hallo. Können wir vielleicht mit einer Runde zocken? Was wir gerade tun. Es tut mir echt leid, aber wenn Menschen Angst haben, fangen sie an zu reden und ich rede gerade. Das heißt, ich habe Angst. Hallo? Hallo, hier ist eine Toilette. Und hier sind wieder Leichen. Und Patadin. Okay. Wir haben uns selbst in unserem Blut gedingst. Gespiegelt. Egal, wir laufen mal ein bisschen mit der Kamera herum und ich habe das Gefühl, dass wir gleich wieder neue Dings brauchen. Okay, hier ist eine Kamera und da ist was und da ist noch was und ja, schön. Ja, muss das sein, ne? Ja, hallo, hier ist ein Leiche. Ja, du siehst ein bisschen entdärmt aus, aber passiert, meine lieben Freunde, passiert, das ist ganz normal. Ich habe echt Angst, dass wir gleich keinen Dings mehr haben. Dass wir kann ich da schließen? Hehe, ich habe Angst. okay, gut. Ein PC. Ah, das sind wieder diese Tastaturen, die in Wirklichkeit gar keine Tastaturen sind, oder? Da sind sogar gar kein WSAD drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist schon ein bisschen Also ich finde es ein bisschen heftig hier, oder? Hallo? Ah, da blinkt doch was, oder? Blinkt da nichts? Oh, das ist ein PC. Ein PC-Licht. Okay, schön. Ich laufe hier durch die Gegend. Ist hier irgendwas? Sieht interessant aus. Ja. Oh. Cool. Meine Akte. Hallo, Akte. Notizen? Nein. Dokumente. Dokumente. Okay. Chris Walter war männlich. 32. Das hat er sich gemacht, es ist 20 Uhr vor 35 Stunden Hormon, bla bla bla, Anmerkung, Spiritophie, bla bla bla. Ich habe keinen Plan, was die da reden, aber naja. Warte, Sekunde, ich lese das kurz durch und dann erläutere ich euch das. Sekunde, lass mich einen Moment. Okay, der Typ war krank. Mehr muss man nicht wissen. Cool, ich bin durch Blut gelaufen und jetzt habe ich Blut an den Füßen. Oh, ist das geil. Matsch. Oh, cool. Hoho, jo, ich hab Blut. Okay, Blut in den Füßen. Hier konnte ich irgendwas anpacken konnte ich. Aber ich wusste nicht mehr was. Oh. Bist ein kleiner Hurensohn. Ach, egal. Okay, gut. Ich lauf einfach weiter. Hallo? Okay, wir können uns über. Ich glaube, dass. Also, ich habe schon ein paar Outlast Let's Plays gesehen und ich glaube, der Typ bewegt sich. Ah, der bewegt sich, der ist bewusst. Egal, kommen wir hier vielleicht durch? Finde ich jetzt irgendwie toll. Nein, kommen wir nicht. Geil. Ich finde, wir sind hier, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Deswegen sollten wir uns mal ein bisschen bewegen. Hallo. Na du, wie geht's dir, mein Lieber? Erschreck mich nicht, ja? Okay. Ihr guckt auf ein. Ja. Hi. Ich mag dich. Ich werde solche Albträume bekommen. Ohne Witz. Guckt euch die mal an. Die sind doch richtig gestört. Kann ich den punchen? Nö. Kann ich den punchen? Nö. Der sieht schon ein bisschen verkrüppelt aus. Guckt ihr das mal an. Also es ist lustig animiert. Das ist jetzt nicht das Beste vom Besten. Aber naja. Ich gucke die ganze Zeit mit meiner kleinen Webcam und nicht meine dicke Webcam. Und da unten muss ich mich ducken. Okay. Hallo? Okay, passiert nichts. Hinten sitzt einer. Aber ich habe keine Ahnung, ob sich dieser Typ bewegt. Und das ist mir auch eigentlich vollkommen egal. Ja, ich will gucken. Ah, cool. Du hast einen. Ja. Wir haben eine Schlüsselkarte gefunden. Okay, was für ein Zufall. Und jetzt müssen wir garantiert mit dieser Schlüsselkarte irgendwo. Objekte? Gebrochene Männer. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben ja überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Und diese Hülle will mich garantiert töten. Was ich natürlich nicht hoffe. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher. Denn man weiß ja nie. Hallo, siehst du mich? Ich sehe dich jedenfalls. Ja, ich weiß, dass du dich so schön zuckst. Aber es ist mir total egal. Komm ich hier durch? Nope. Sehr schön, ich will raus. Lass mich doch einfach raus. Also eigentlich ist es theoretisch viel logischer, wenn ich einfach so durch so ein behindertes Fenster durchgehe. Oder hier hinter so einen Vorhang. Was natürlich nicht möglich ist, dann schlage ich einfach das Fenster ein und spring raus. Das würde ein normaler, gesunder Mensch tun. Aber da wir nicht normal und geschweige auch nicht gesund sind... Ich wusste es. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab dich auch lieb. Ja, ich hab Gänsehaut am ganzen Körper, ohne Witz. Oh, scheiß die Wand an. Ich wusste, dass der Typ kommt, aber ich wusste nicht, dass er so kommt. Was macht der da?
Kann ich die punchen? Ich kann ihn auch nicht mal schlagen. Was für ein Scheiß, Alter. Egal. Jetzt laufen wir wieder zurück. Wir machen die Tür nur leise und langsam zu. Oder nach. Ein Schlitz. Hallo? Und ich laufe wieder durchs Blut und habe mir Blut an den Füßen. Blut, Blut, Blut. Blut, Blut, Blut. Und hier sind immer noch so viele Flimmerkisten. Hallo? Hallo, ich bin ja der Doktor. Warum macht er eigentlich immer seine Kamera? Du sollst doch die ganze Zeit anhaben und nicht ausmachen, du kleiner Vollidiot. Alter Vater. Wir sind hier doch nicht in der Nervenheilanstalt. Sind wir eigentlich schon, aber... Ich hatte die Hoffnung, dass der Typ nicht so blöd ist. Ist er aber. Kann ich mich hier hinter verstecken? Nö, natürlich nicht, oder? Nö, kann ich nicht. Yay, aber ich kann mich doch garantiert hier drin verstecken, oder? Hallo? 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 Ey, ohne Witz, da geht's nicht weiter. Doch, da geht's weiter. Cool. Das ist theoretisch ein Fluchtweg. Ein Walkie-Talkie. Cool. Sowas wollte ich immer schon mal haben. Oh, cool. Haben wir wirklich so viel Uhr? Nope, haben wir nicht. Schon 10 Minuten vorbei, oh mein Gott. Ich habe die Uhr im Blick, also wir werden so circa 20 Minuten machen. Und ja, ich habe das Gefühl, dass ich einfach sterben werde. Hier komme ich nicht durch. Was steht da? Proclaim the Gospel. Ich habe keinen Plan, was Proclaim heißt, aber ich glaube, das ist nichts Gutes, was wir hier tun. Das sollte nicht gut sein und ich habe auch das Gefühl, dass das hier nicht lustig wird. Und ja. Hallo. Na, was machst du hier? Ja, du siehst ein bisschen unfreundlich aus, oder? Ach egal, ich sollte weiter mit der Story machen. Ja. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Schiss und deswegen weiß ich nicht so ganz, was wir machen sollen. Ich würde gerne hier hoch. Komme ich natürlich nicht hoch. Sehr geil. Schön, dass du das nicht machst. Ich habe Angst, nach da unten zu gehen, deswegen gehen... Okay. Hallo? 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 Ich winke. Was hat das jetzt gesagt? Ich verstehe den Sinn davon nicht. Wahrscheinlich, weil ich vor... Alter. Alter. Mich verarschen. Okay. Okay, ich habe das Gefühl, der Typ wird uns jagen. Und ich werde so viel Schiss haben und ich werde sterben. Ohne Witz. Ich kann sowas nämlich nicht. Warum liegt hier immer so viel Blut? Ich verstehe das nicht. Warum müsst ihr euch immer gegenseitig meucheln? Ist doch voll... behindert. Und da ist auch noch so ein Fliegevieh, was mich töten will. Geh weg, Fliegevieh. Geh weg. Eine kleine Motte. Ich habe das Fenster offen. Und es ist dunkel. Okay, es ist eigentlich nicht dunkel. Es ist mitten am Tag, aber trotzdem. Ich will einfach nur zeigen und sagen, wie viel Schiss ich eigentlich habe. Ich will es ja nicht öffnen, ich möchte ja nur... Ich möchte das Dokument haben. Ich will da noch nicht drauf drücken. Okay, wir chillen uns jetzt dahin und drücken da drauf. Geil, so. Wunderschön. Widdle, 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 widdle. Security. Assessing Security System. Ich habe das Gefühl, dass gleich passiert was ganz Schlimmes. Da. Oh mein Gott, wir haben kein Licht mehr. Speichert. Starte den Keller im... Okay, ich wusste, dass da was kommt. Hallo? Na, ich kann nicht sehen. Okay. Oh, scheiße. Ja, du siehst nicht freundlich aus. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mich im falschen Schrank versteckt habe. Sondern im richtigen Schrank. Kannst du von mir aus nebenan gucken, aber... Kleine Schwein, ich finde euch... Der nennt mich Schlampe. Ein kleiner Hurensohn. Komm, geh weg. Boah, der hat Blut an den Schultern. Der ist krank, der Junge. Ohne Witz, der ist richtig krank. Und jetzt gespeichert. Wir sind seit 12 Minuten dran. Problem ist, wenn ich jetzt verlasse, dann sieht der Typ mich. Und wenn mich der Typ sieht, dann bin ich tot. Und ich will nicht sterben. Darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock, deswegen bleibe ich jetzt hier erstmal noch. 10 Sekunden, ja? Ich muss mich erstmal sammeln. Von dieser Musik macht mich fertig. Also, ihr hört das wahrscheinlich auch, aber ich höre das auf Kopfhörern und es ist dunkel. Und ich kann mich ganz, ganz schnell bewegen, weil das so ganz besondere Anstrengungen sind, aber egal. Okay.
Hallo? Okay. Ich weiß, dass der Typ in diese Richtung gegangen ist und es eigentlich mein Selbstmord wäre, hier durchzugehen, aber ich tue es trotzdem. Weil ich gerne Batterien haben möchte. Und dieses Dokument. Ja. Wir sind jetzt ganz leise. Ja, okay, ich kann immer noch normal reden, weil mich der Typ eh nicht versteht. Aber trotzdem. Wir chillen jetzt hier mal erstmal eine Runde. Ich weiß, dass da der Typ reingegangen ist. Und ich weiß auch, dass gleich meine Batterie leer ist, aber ich werde diese Batterie komplett ausschöpfen, weil ich Angst habe, dass irgendwie... Ich glaube, ihr versteht das. Hallo? Okay. Auf der Toilette ist er nicht. Finde ich gut. Ja, komm, geh leer. Perfekt. So. Ideal. Mir gefällt das überhaupt nicht, dass hier jetzt alles dunkel ist. Hallo? Ich habe das Gefühl, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein, wir beenden den Part, ja? Wir haben jetzt 15 Minuten gespielt. Ich habe das Gefühl, gleich geht es so richtig heftig weiter. Und ich werde euch versprechen, dass es hiernach wirklich heftig weitergeht. Und dass der nächste Part, also heute ist wahrscheinlich Dienstag oder Mittwoch, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das rausgehauen kriege, dass am... Warte, wann habe ich wieder? Freitagnachmittag bis Freitagabend oder Samstagmorgen dieser Part hier kommt. Also der nächste. Ne? Deswegen wollte ich sagen, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat und ihr noch irgendwie mehr wissen wollt, dann drückt doch ein Däumchen. Es wird zwischendurch vielleicht nochmal eine Runde Minecraft geben, was ich wahrscheinlich bezweifle, weil ich im Moment extrem viel zu tun habe mit der Schule und so weiter und so fort. Und deswegen werden wir demnächst da reingehen und dann werden wir da total hart penetriert. Und deswegen würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann bewertet es auch mit einem Daumen. Und ich würde mal sagen, den Rest, wie es funktioniert, wisst ihr. Deswegen wünsche ich euch noch einen wunderschönen Restdienstag, weil heute ist Dienstag. Ich habe jetzt beschlossen, dass es heute Dienstag ist. Ich werde das jetzt noch alles rendern und so weiter und so fort. Es ist Montagnacht. Und deswegen würde ich sagen, haut rein, meine lieben Freunde. Wir sehen uns. Bis demnächst. Und tschö mit ihr.